Einen ganzen Raummeter Brennholz auf einmal schneiden? Von unten nach oben und noch dazu mit einer Bandsäge? Wie soll das bitte funktionieren? Die Antwort auf diese Fragen finden wir in Bischofswiesen bei Berchtesgaden am Fuße des Watzmanns. Hier betreibt Markus Stangassinger einen Landmaschinenbetrieb mit Werkstatt und Handel. Zusammen mit einem befreundeten Schlosser hat er vor 2 Jahren ein Gerät entwickelt, mit dem man Holzbündel automatisch in ofenfertige Scheite schneiden kann. Die Westbündelsäge. Seitdem wird in der Branche heiß diskutiert, online und offline. Der Name West steht übrigens für die Namen der beiden Erfinder, Hubert Weber und Markus Stangassinger. Jetzt gibt es auch eine einfachere Maschine, die nach demselben Funktionsprinzip arbeitet. Die West-Brennholzsäge. Eine logische Weiterentwicklung, wie uns Markus Stangassinger erklärt hat. Ja, die Bündelsäge, die haben wir jetzt schon länger. Und dann haben wir immer gefragt worden, von den Leuten auf die Messen, ja, da muss ich jetzt erst Bündel machen, da ich die hernehmen kann. Dann haben wir auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich eine Brennholzsäge einfacher bauen können, günstiger, wo man es mit der Hand einstapelt. Und daraus hin ist die Brennholzsäge entstanden. Wie funktioniert das Ganze? Schauen wir uns den Ablauf Schritt für Schritt an. Zuerst legt man die Meterscheite von Hand ein. Mit dem Frontlader kann man das Gerät in angenehmer Höhe direkt neben dem Holzstapel positionieren. Eine volle Ladung entspricht genau einem Raummeter Brennholz. Beim Beladen läuft kein Motor. Das bedeutet kein Lärm, keine Gefahr, keine Kosten, keine Abgase. Mit einem hydraulischen Niederhalter wird das ganze Paket fixiert. Unten sorgt ein Keil für sicheren Gegenhalt. An einer speziellen Aufnahme können Big Bags eingehängt werden, um die Scheite aufzufangen. Zum Schneiden fährt die Bandsäge zuerst nach unten. Das Holz wird mit der Rückwand entsprechend der eingestellten Scheitlänge nach vorne aus dem Kasten geschoben. Die Säge läuft an, fährt nach oben und schneidet die überstehende Länge ab. Die Scheite fallen nach unten in den Big Bag oder auf einen Anhänger. Obwohl es Alternativen gibt, haben sich die beiden Tüftler ganz bewusst für eine Bandsäge entschieden. Der Vorteil von der Bandsäge ist auf alle Fälle, dass da ganz ein feiner Schnitt ist. Das Holz zwickt dann nicht oder weniger schnell. Das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen. Und der zweite Grund war der, weil wir eigentlich keinen Dreck nicht haben, fast keinen Schmutz nicht haben, nur einen Staub. Da haben keine Fransen nicht drauf und nichts. Für die Hausfrauen sehr gut. Ziehen sie keinen Schiefer nicht ein. Man hat einen sauberen Schnitt wie Covid. Aber ist die Bandsäge nicht sehr empfindlich? Nein, sehr empfindlich ist eigentlich nicht. Die hält relativ viel aus. Wenn wir mit einem Harvesterschwert in Steine schneiden, dann ist die Schneide genauso kaputt. Wir haben bei unserer Säge schon die Zähne mit dem Zangel ausgerichtet einmal und das hat auch funktioniert und noch beim Weitergeschnitten. Also empfindlich darf ich jetzt überhaupt nicht sagen. Eine spezielle Beschichtung aus Hartmetall soll den Sägezähnen eine lange Lebensdauer bescheren. Für einen Schnitt braucht die Maschine etwa 60 Sekunden. Das Holz wird ein Stück zurückgezogen, dann fährt die Säge wieder nach unten. Eine Lichtschranke erkennt Hindernisse, die das Sägeblatt beschädigen könnten. Sollte ein Scheit aus dem Paket herausstehen, stoppt der Rahmen sofort. Sägt man klassische 33er Scheite, wird der Stapel zweimal durchgeschnitten. Zum Schluss schiebt eine hydraulisch betätigte Klappe das restliche Holz aus dem Kasten. Wer es ganz genau nimmt, kann am Anfang einen Nullschnitt machen, um das Holz auf die gleiche Ausgangslänge zu bringen. Das Ergebnis sind gleichmäßige Scheite, ohne Schmutz und ohne Fransen. Die leere Brennholzsäge wiegt rund 650 Kilogramm. Die bewegliche Rückwand läuft auf einer Schiene und wird von einem Ölmotor mit einer Kette gezogen. Auch alle anderen Funktionen werden hydraulisch angetrieben. Dafür braucht der Traktor einen dritten Kreis am Frontlader und einen Ölfluss von mindestens 50 Litern pro Minute. Auch bei der Steuerung lässt die Maschine keine Wünsche offen. Also die Steuerung ist jetzt vollautomatisch geworden. Die arbeitet mit Längensensor, die arbeitet mit Lichtschranke und die arbeitet vollautomatisch Zentimeter genau. Die Steuerung ist eine Entwicklung der Firma Chiemgau Control, ein junges Startup aus der Region. Geschäftsführer Fritz Heinrichs erklärt uns, was das System alles kann. Die Steuerung hat den Riesenvorteil, sie ist kabellos. Er hat ein Tablet, ein 10-Zoll-Tablet, damit kann er die Säge bedienen. In der Führerkabine, ohne dass ein Kabel hochgezogen werden muss. Es ist sofort angeschlossen, nur ein Stromanschluss. Und das Tablet verbindet sich automatisch mit der Steuerung. Und er kann alle Funktionen bedienen, sieht alle Endlagen, alle Sensordaten, die Druckwerte und kann ganz innovativ über ein paar Klicks die Schnitte einstellen. Ein Highlight ist der Automatikbetrieb. Mit nur einem Klick nimmt die Säge ihre Arbeit auf und schneidet das Holz auf die eingestellte Länge. Der Fahrer sitzt in der Kabine und wird zum Zuschauer. Er ist weit weg vom Gefahrenbereich, weit weg von Lärm, Staub und Hitze.
Für längere Fahrten auf der Straße kann man die Säge mit einem 3-Punkt-Adapter am Heck des Traktors anbauen. Das Gerät ist eine komplette Eigenentwicklung. Alle zugekauften Komponenten wie Hydraulik, Elektronik und Laserteile stammen von namhaften Herstellern aus Deutschland und Österreich. Für diese Qualität ruft West einen Listenpreis von 14.500 Euro ohne Mehrwertsteuer aus. Momentan werden die Geräte in der Schlosserei von Hubert Weber zusammengebaut und direkt ohne Zwischenhändler vermarktet. Die beiden Erfinder sind aber grundsätzlich offen für Kooperationen bei Fertigung und Vertrieb. Auch die Bündelsäge wurde weiterentwickelt. Sie ist schöner, schneller, sicherer und intelligenter geworden. Auch dieses Gerät werden wir euch demnächst ausführlich vorstellen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Alle Infos zur West-Brennholzsäge findet ihr übrigens online unter landtechnik-stangassinger.de.